700.000 Todesopfer pro Jahr fordern Superkeime schon jetzt und die Zahl steigt. So eine Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO in die Millionen. Multiresistente Keime, die immun gegen verschiedene Klassen von Antibiotika sind, gehören wohl mit zu den größten Gefahren für die Menschheit in unserer Zeit. Eine Entdeckung im arktischen Spitzbergen macht jetzt deutlich, dass die Gene dieser Superkeime vor nichts Halt machen und keineswegs auf die menschliche Zivilisation angewiesen sind. Und schon heute wissen wir, wie viele Millionen in naher Zukunft daran sterben werden. Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es jeden Tag spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Wir alle wissen, vor allem in Krankenhäusern sind Superkeime eine große Gefahr. Doch wie verbreitet sind die multiresistenten Keime? Dazu gibt es bislang nicht wirklich aussagekräftige Untersuchungen, auch wenn sie bislang nicht nur in Tieren und Menschen, sondern beispielsweise auch in Meeressedimenten und Böden aufgespürt werden konnten. Doch der spektakuläre Fund eines britischen Forschungsteams macht jetzt klar, dass die Gene derjenigen Keime, die solche Resistenzen übertragen, nicht im geringsten auf menschliche Zivilisation angewiesen sind. Denn die britischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fanden insgesamt 131.100 verschiedene Resistenzgene im arktischen Boden nahe Spitzbergen. Dabei handelt es sich um Gene, die Bakterien die Immunität gegen Antibiotika verleihen. Aufgespürt in einem eigentlich unberührten Ökosystem. Doch selbst dort gibt es offenbar kein Entkommen. Klar ist, dass sich solche Resistenzgene leicht übertragen und verbreiten können. Und zwar nicht nur durch den Zellkontakt zwischen verschiedenen Bakterien, sondern sogar durch die Luft. Dennoch waren selbst die Fachleute überrascht von ihrem Fund. Dazu David Graham, einer der beteiligten Forscher von der Newcastle University. Die Polargebiete gehören zu den letzten unberührten Ökosystemen der Erde und galten daher als Orte, an denen man noch Resistenzwerte wie vor der Ära der Antibiotika findet. Konkret hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 40 Bodenproben analysiert, die vor 6 Jahren, 2013, im Nordwesten von Spitzbergen entnommen worden waren. Durchschnittlich 66 Genvarianten enthielt jede Bodenprobe. Dazu Graham: Diese Gene verleihen Schutz gegen 9 verschiedene Antibiotikaklassen, darunter die Aminoglykoside, die Makrolide und die Beta-Lactame, die zur Behandlung vieler Infektionen eingesetzt werden. Unter anderem auch dabei das extrem gefährliche Superresistenzgen mit dem Namen BLA-NDM1. Der NDM1-Stamm wurde 2010 in Indien entdeckt und ist nicht nur gegen alle gängigen Antibiotikaklassen immun, sondern auch gegen die Notfallantibiotika aus der Gruppe der Carbapeneme immun. Das Gen BLA-NDM1 sorgt für diese extreme Resistenz. Gegen diese Erreger hilft tatsächlich nur noch das giftige Cholestin mit teils starken Nebenwirkungen. Diese Entdeckung des Forschungsteams zeigt, wie sich solche Resistenzen ausbreiten und das zudem auch noch weltweit und zwar auch in solch entlegene Winkel der Erde wie eben Spitzbergen. Auch die Geschwindigkeit, mit der sich BLA-NDM1 ausgebreitet hat, erstaunt das Forschungsteam sehr. Dazu Graham: Weniger als 3 Jahre, nachdem BLA-NDM1 erstmals in indischen Städten nachgewiesen wurde, finden wir es nun tausende von Kilometern entfernt in einer Region, die bisher kaum von Menschen beeinflusst wurde. Das zeigt, wie schnell und weitreichend sich die Antibiotikaresistenzen inzwischen ausgebreitet haben. Nach Ansicht des Forschungsteams haben höchstwahrscheinlich Zugvögel die resistenten Keime nach Spitzbergen gebracht. Diese haben sie wohl in südlicheren Regionen beim Überwintern aufgenommen, diese dann in die Arktis eingeschleppt und über ihren Kot freigesetzt. Fest steht jedenfalls, die weltweite Verbreitung solcher multiresistenter Keime ist eine ernstzunehmende und tödliche Bedrohung für uns. Und das Problem ist menschengemacht. Dazu Graham: Was die Menschen durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika auf globaler Ebene getan haben, ist die Beschleunigung der Evolutionsrate und die Schaffung einer neuen Welt resistenter Stämme, die es nie zuvor gegeben hat. Das Fatale daran, dass Bakterien eine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln, das war eigentlich abzusehen, denn das folgt ganz den Mechanismen der Evolution. Diejenigen Organismen, die sich ihrer Umwelt am besten anpassen, überleben und können sich vermehren. Durch zufällige Veränderungen in ihrer
ihrem Erbgut kam es also, dass vereinzelte Bakterien weniger empfindlich auf das angewandte Antibiotikum reagiert haben. Diese konnten sich dann vermehren und haben so ihre Unempfindlichkeit an die nächste Bakteriengeneration weitergegeben. Ihnen hat zudem in die Karten gespielt, dass in den letzten Jahren immer häufiger Antibiotika eingesetzt wurden, sowohl bei uns Menschen selbst auch als bei den Tieren. Zu dem verschwenderischen Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung kommt oft auch noch eine fehlerhafte Anwendung, auch bei uns Menschen. Eine zu kurze Einnahmedauer gilt beispielsweise als Grund dafür, dass sich einige Bakterien tatsächlich so verändern konnten, dass sie fast gegen alle gängigen Antibiotika resistent geworden sind. Also nur noch mal zum Verständnis. In der Massentierhaltung werden ständig dauerhaft Antibiotika als Vorsorge gegeben. Das ist eine absolute Katastrophe. Bei uns Menschen ist es eine ebensolche Katastrophe, wenn wir die Antibiotika nicht bis zur letzten Tablette nehmen, dann bleiben resistente Keime übrig, die den nächsten Menschen töten können. Und so kommt es immer öfter vor, dass gängige Antibiotika versagen und Ärzteteams nicht mehr wissen, wie sie Patienten helfen können. Der absolute Worst Case. Denn Studien zufolge sterben schon jetzt jährlich weltweit 700.000 Menschen an Infektionen durch medikamentenresistente Keime. Bis 2050 könnte diese Zahl auf, Achtung, 10 Millionen Opfer steigen, wohlgemerkt pro Jahr. Dies sind die Hochrechnungen einer britischen Expertengruppe im Auftrag der britischen Regierung. Das hieße dann mehr Tote durch resistente Erreger als durch Krebserkrankungen. Mehr zum Thema gibt es hier, wie wir selber Superbakterien züchten, bei Dr. Watson unbedingt ansehen und unbedingt abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.